Also so bin ich am Freitag geht's zum Spiel Eintracht Frankfurt. Das ist ja dann schon morgen. Heute reist ihr dann schon ab nach Frankfurt mit dem Bus. Wie ist so die Stimmung bei euch in der Mannschaft vor dem Spiel? Auch bei dir persönlich jetzt, gerade nachdem man den ersten Heimpunkt und das erste Heimtor erzielt hat? Ja, die Stimmung bei uns im Team ist eigentlich richtig gut. Man hat es heute auf dem Trainingsplatz gesehen. Heute war so ein bisschen Torschuss auch auf dem Programm und es hat eigentlich gut geklappt. Daran sieht man, dass die Truppe heiß ist, auch im nächsten Spiel wieder Tore zu machen. Und ich bin da relativ zuversichtlich, weil wir, glaube ich, mit einem guten Schwung aus den letzten Spielen nach Frankfurt fahren. Du hast recht, das ist ja nicht nur das letzte Spiel unentschieden, sondern ihr seid seit zwei Spielen ungeschlagen, zweimal in Unentschieden geholt. Und gerade wenn man sich so an das Freitagsspiel auswärts in Hoffenheim zurückerinnert, 3:3, das hat mächtig Spaß gemacht vom Fußball, es ging hin und her. Erwartet uns am Freitag in Frankfurt auch wieder so eine Partie? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall wieder hin und her geht, dass es zu vielen Torchancen kommt, aber natürlich hoffe ich nicht, dass wir wieder drei Tore reinbekommen. Ja, aber wie gesagt, wir reisen eigentlich mit einem guten Gefühl an und ich persönlich auch. Das letzte Freitagsspiel war für mich natürlich auch sehr gut, von daher bin ich ganz optimistisch. Du hast es angesprochen, wenn man mal so die Zeit auf dem Platz und danach bei den Medien vergleicht, dann war da eine ziemliche, ein ziemlicher Unterschied, um das mal so zu sagen. Du warst danach der gefragte Mann. Hat sich das wieder ein Stück weit gelegt oder weiß jetzt die ganze Bundesliga, dass du der kopfballstarke Mann für die 90. Minute bist? Nee, das hat sich natürlich wieder gelegt nach ein, zwei Tagen, wo dann auch natürlich sich wieder aufs nächste Spiel konzentriert wurde. Das war vor ein Spiel, was gut gelaufen ist, aber ich denke, wir und ich wissen, dass das für uns jedes Spiel wichtig ist und es dann nicht um persönliche Dinge geht, sondern einfach nur um Punkte für die Mannschaft. Am Freitag Frankfurt Mitaufsteiger, aber wenn man sich so ein bisschen anschaut, vom Umfeld her ist es ein ganz anderer Verein. Wirtschaftlich gesehen sowieso praktisch jede andere Mannschaft in der Liga, aber was wird entscheidend sein, damit wir das Spiel dann entsprechend erfolgreich bestreiten können? Ja, Frankfurt hat sich natürlich enorm verstärkt, auch durch einfach viele Spieler. Und ich denke, unsere Chance muss es dann sein, einfach im Spiel so einen Zeitpunkt zu finden, wo wir vielleicht die Mannschaft unter Druck setzen können, wo sie selber zu Fehler gezwungen werden und dann diese Mannschaft, die noch nicht so lange zusammenspielt, wo der Kern noch nicht so gefestigt ist, sowas auszunutzen, um dann einfach das Spiel auf unsere Seite zu kippen und dann ein, zwei Dinger zu machen. Wie geht's aus? Ich denke, ein 2-1, also ein 1-2-Sieg für uns. Hoffen wir, kommt so. Dankeschön und eine gute Reise jetzt nach Frankfurt. Dankeschön.